Oh, Krokos hinter uns. Oh. Alter, Finde. Oh, aus Krokos hier mit drei Wölfern an. Sonja ist gleich da, weil ich mal bin. Trinken, tralala. Ja. Hat da eine Bettstadt dabei zur Not? Nein. Da vorne ist stimmt, die doch. Ja. So, rauf auf den Gaul. Jo. Wo ist er denn? Ja. Drecksding. Ja, als Präzision werde ich dann auch wenigstens leveln. Oh, ich bin alles umgeritten. Rum, den Tänzer. Achso, oh übrigens, wusstet ihr, dass wenn man normal rumläuft und V drückt, man so eine Rundumsicht bekommt? Nee, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Habe ich vorhin rausgefunden, aus Versehen. Auf dem Pferd geht das nicht, ne? Nee, Pferd kannst du ja sowieso machen. Ja. Scheiße, ein bisschen lang, ich habe nicht aufgepasst. Ob ich noch irgendwas mitnehmen soll? Begleiter? Nee, einer reicht, ne? Scheiß der Hund drauf. Was denn? Bin unterwegs? Warte, Wasser. Ja, ich auch. Ist kein Begleiter dabei? Nee. Sollte ich? Schleppe Sonja mit. Wollen Sie nicht schauen? Gibt's nicht, oder? Ich bin mit dem Pferd schon überfordert, ehrlich gesagt. Nee, die andere kann. Läuft ja von alleine hinterher. Da brauchst du schon. Oh, ja, komm, auf geht's. Sind richtige Krieger. Ich weiß nicht, wo lang, warum laufe ich vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Augenblick weiß keiner, wo lang, weil... Ja, doch. Fluss noch ein Stückchen folgen und dann rechts durch die Walachei, ne? Weide, dann lass dich nicht blöd anlabern. Ja. Wenn wir wiederkommen, steht Essen auf dem Tisch. Eine Liste da lassen sollen, was alles machen soll. So abgedrängt. Seid ihr noch an mir dran? So halbwegs, ja. Also ich sehe Sonja noch rennen. Ja, ich sehe auch Sonja. Der Folge. Bist selber rechts jetzt, du, ne? Ja. Oder? Nur so ein Gefühl. Aber wird schon passen. Ey, schon was cool, schon? Durch die Prärie zu laufen hier. Ja, schon ganz geil. Alles hier. Oh, oh. Oh. Was war das denn? Das war Sonja. Das war Hallo? Sonja. Sonja komplett platt geritten. Sonja hat voll geschrien? Ja. Die ist auch... Ah, wir sind da, Tor. Oh ja. Einfach Attacke durch oder wollt ihr dann mit dem Skelett euch noch also aufhalten? Also ich muss erstmal Ausdauer wieder. Ja, lass mal kurz Ausdauer aufbauen. Ist Sonja noch da oder habe ich die getötet? Nein, die kommt doch wieder. Du kannst doch keinen Schaden zu schon Gott jetzt. Sei Dank. Jetzt wäre sie hinüber. Achso, ja, lass uns durchreiten, ne? Einfach mit Attacke durch, ne? Ja, ja. Okay. Ich will einer vom Pferd geholt. Lauf die alle um. Zack. Okay, das ging, verpasst. Das ging relativ zackig. Ja. Ich würde es gern vielleicht noch so ein bisschen erkunden. Rechts hoch mal. Die Skelette kommen auch hinter euch her. Nee, ja. Das ist Sonja. Sonja was hat einen. Das ist ein Nashorn. Ein Nashörner. Könnten wir nochmal ausschauen. Ich würde gerne mal rechts hoch. Ja. Wenn ihr irgendwo ein kleines Nashorn seht, schnappt zu. Ups. Sonja. Hört mal auf, Sonja mal aufzureiten. Ich wollte gerade sagen, da hat er schon wieder einer Sonja gekickt. Pff, macht's was immer. Was ist denn los mit euch? Du, du. Hier links ist ein Elch, ein König, links da. Froschkönig. Froschkönig? Froschkönig.
Froschkönig. Wo ist ein Froschkönig? Ja, Aalen nimm einen. Und was ist hier hinter mir? Ein Wolf. Und ein Nashorn, glaube ich jetzt. Gib mal ein bisschen. Wo bist du denn? Hackengas. Wo du bist? Ich bin, auf der Karte. Hinter uns. Weiß das selber nicht. Rechts außen. Quasi. Ist das ein braunes Nashorn oder ein, Am liebsten wollte ich ein braunes vielleicht sogar mal. Ein Wooly Rhino? Ein Wooly Rhino? Aha. Ah. Dieses Pferd. Wollt ihr zu mir mal eben kommen? Das war hier zusammen. Ja, aber ich bist ja ganz schön weit gekommen. Ach so. Ja, ich warte eben noch. Da. Ja, Vorsicht, da ist ein Wolf. Oh, ich habe glaube ich ein kleines Nashorn. Nee, halt, ist ein Schwein. Ja, wir haben noch ein paar Hörner zu Hause in der Kiste. Kleben wir einfach dran. Da passt das schon. Seid ihr denn nach da oben? Oh Gott, seid ihr viel weiter als ich. Hier geht's hoch. Ja. Also wir können auch viel mit zurücktragen, ne? Mit Bären und Pferden. Oh, oh Sonja, entschuldige. Oh. Okay, da ganz oben? Nee, kommst du mit dem Pferd nicht hin. Doch. Das ist da Skelette. Oh, was ist das denn da eigentlich? Und was hört sich nicht gut an? Hier ist ein Wolf. Skelette hier unten. Oh. Aua. Er haut wieder ab, lass ihn doch. Ja, naja, Big Nash wird trotzdem treten wollen. Ja. Also da oben auf der Spitze ist irgendwas drauf. Lass uns mal da gucken, bitte. Dann müssen wir aber hier hinten hoch. Das auf der Spitze ist nochmal so ein Obelisk, ne? Ach, da hinten kann man hoch. Jetzt sehe ich's. Ja. Was ist das hier? So, der Schlangenpass, Leute. Der Schlangenpass. Ich will das Wolf erraten. Okay. Wollen wir eine ablaschen? Achso, ich kann ja vom Pferd aus ablaschen. Oh, ich kann nicht schießen, ihr seid mal dran. Hier ist aber auch schon viel Silber, sehe ich. Ne? Oh, Scheiße. Oh, hier ist aber Wolfshausen, ey. Muss ich mal einmal. Oh, alter Schwede, sind hier viele Wölfe. Hab ich doch. Oh, das wird nicht gut. Das hab ich aber auch ein Wolfs. Ich hab ich aber auch ein Wolfsjunges. Ehrlich? Pferd absteigen und tacke. Genau, ja. Ja, machen das doch. Ich meine, ich sag Nash. Nash sowieso. Den mache ich mir keine Sorgen. Euch. Alter, dieses Schießen auf dem Pferd, ne? Ist auch nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen verzogen, wie es aussah, oder? Weil so schlecht. Ich Nein, ich falle. Oh, du Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, ehrlich? Ich bin komplett runtergefallen von dem Pass. Und nein. Oh, hier oben ist Verdammte Axt. Verdammte Axt. Und natürlich keine Bettrolle gesetzt. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich sag noch eine Bettrolle mit. Ey. Wie komme ich denn da wieder hin? Gar nicht. Noch ein Pferd. Ja, nimm noch ein Pferd. Das Pferd hat es überlebt. Aber Pferd mit Pferd geht halt dann nicht, ne? Zurück. Big Nash tötet ihn. Danke. Mein jetzt. Zu Fuß. Zu Fuß. Zu Fuß, als ob ich da heil ankomme. Jetzt bin ich einen Monat unterwegs. Ich blute. Ja, im Verband. Ich bin auf den letzten 5 Meter runtergefallen. Den Verband mal eben gönnen. Naja, ich kann es ja probieren zu Fuß. Kann so. Schon in die falsche Richtung loslaufen. Boah, sind hier viele Wölfe, ja. Hier oben. Also wenn ich da heile ankomme, dann müsst ihr mir einen ausgeben. Überlebensmedaille kriegst du. Ja. Los, dann lass ich mal hier. Tatsächlich waren wir in so einem Gebäude schon mal drin. Das war allerdings irgendwie zerstört. Das hier scheint dann doch recht heile zu sein. Das ist sehr nagelneu hier.
Auf der anderen Seite, genau gegenüber von dir, sind nochmal viele Wölfe. Hm. Oh, okay. Nicht mehr voll. Flurschrein der Schlange. Ach, wie geil. Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Also gibt es 2, 3, 6 von diesen Türmen. Muss ich mal klarkommen kurz. Wie es mir scheint. Sind wir denn? Hier. Nein. An welchem sind wir? Überleg grad. Ganz im Norden. Ja. Ja. Der Insel müsste irgendwo sein. Ach so, kann man die Insel hier sehen? Nee, die Insel ist hier nicht drauf. Doch, da oben wahrscheinlich. Da ist die Insel. So rechts davon. Also rein theoretisch müssten wir eher so hier an dem sein. Wenn man cool, also wenn du hier so barfuß durch die Gegend läufst mit nichts an und sowas, da ist das V mal ganz nützlich, um zu sehen, wer die auf dem Macken ist. Ja, das stimmt. So, okay. Man sieht sie aber auch auf der Karte, die Dinger, die angezeigt werden, ne? Ja. Die sind eingezeichnet jetzt. Das sehe ich jetzt erst. Vorschrein der Teufel waren wir schon. Den hast du vielleicht noch gar nicht aufgedeckt. Der ist unter uns im Süden. Nee, ja. Okay, was kann man hier machen? Hochlaufen. Ja. Okay, zum Interagieren. Gut. Bei dem Tor, bei dem großen Tor bin ich. Echt? Das musst du erst heile durch die Skelette schaffen. Ja, das stimmt. Das wird jetzt noch ein Problemchen werden. Schön Ausdauer und dich Luft holen und dann geht's los. Der Mahlstrom speist die Flut. Der Joghurtstein wird. Was? Schrein schlummert. Wir müssen ihn halt erwecken, ne? Mit dem Flug- und Fesselnhebel hier. Ich entfessel jetzt nichts, bis der nackte Fjöln ja wieder hier ist. Der haut uns raus. Effekte Lädensteuerung gibt's ja auch. Wen? Rezept. Lädensteuerung. Ach so. Wie kannst du das bauen mit Altarium? Kann man da was reintun? Ach so. Ja. Was ist das? Ein Skelett. Richtet die Läden an der Außenseite der Flurschreine auf, um diese vor Fernangriffen zu schützen. Okay. Fabian, cool an. Also Läden sind die Dinger hier unten wahrscheinlich dann. Diese Bereiche hier. Aber, also ich weiß, man kann ja irgendwie eine Flut starten, eine wilde Flut starten quasi. Durch das Tor durch. Oh, sehr gut. Aber wie genau das jetzt funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Einfach mal testen. Unsere Pferde gleich wieder losmarschieren nach Hause. So. Halt jetzt noch mal hin und guck mal. Ja, meine Leiche, komm mal. Oh, hier ist Sonja. Oder? Wo ist Sonja, da oben? Ja, die ist hier bei mir. Die da oben. Also, alles voller Wölfe, ihr müsst immer runtergucken. Ja, ich bin unterwegs. Hier ist ein Mini. Ach ja. Also greifst du den denn an? Heb den auf. Wollen wir den? Jetzt ist er ranzig. Jetzt habe ich ihn schon. Jetzt geht's ihm. Ist das ein Wolf oder was? Doch, ich habe ihn aufgehoben. Er kann ja immer noch mächtiger werden. Versuchen kann man ja. Das hier Wölfe, ey, das ist doch nicht normal. Hier ist noch ein kleiner, den nehme ich auch mit. Ein Pferd reintun oder so. Ja. Aber wir wollten ja mal, wir müssen mal hier zum. Schön hier. Ich laufe gerade, laufen ja schon runter. Ich habe 4 Wölfe an der Hand. Hm.
Nicht so leicht von oben runter zu laufen, muss ich sagen. Warte mal, wo ist er? Hinter uns quasi. Ich würde gerne. Ich bin hier eher, sag mal, Richtung Westen von der Sau. Dort von den ganzen Wölfen weg. Muss ich gucken, wie ich da meine Leiche bekomme. Die Wölfe haben, bin ich jetzt los. Weißt du, einer hat mich noch entdeckt. Oh. Ah, das gibt's doch nicht. Geh doch mal drauf, Dreckswolf. Oh! Lass mich nicht runterkommen. Ja, ich glaube, du müsst vorne runter und dann einmal komplett rum. Ich kämpfe ja gegen die Wölfe um auf Leben und Tod. Und das wird wirklich gerade knapp. Wolf an. Oh, verdammt. Da bist du. Das war knapp. Alter Schwede. So, wo ist er denn jetzt? Rechts von uns. What? Weil ich meine Leiche wieder hab, werde ich erstmal eine Bettrolle irgendwo hinschmeißen. Achso, dann muss ich auch Sonja muss ich mitnehmen, ne? Auch mal da hochkommen und die Sonja holen. Jetzt bin ich irgendwie runtergekommen. Den habe ich da vor mir? Bei mich. Wo ist Sonja? Sie muss noch ein Stück weiter oben sein. Ich weiß nicht genau. Ich bin hier so panisch in dem Wolfskampf verwickelt gewesen. Verloren habe ich sie ja direkt auf der Brücke, wo ich runtergekommen bin. Da ist auch noch ein Wolf schon wieder. Steht sie da? Ja, da steht sie. Ja. Komm mit. Dein Pferd rennt hier rum. Okay. So. Hier doch nichts. So. Jetzt hier hoch? Jetzt habe ich Sonja dabei. Jetzt könnte ich es eigentlich auch selber machen. Was nee, denn? Hoch nicht. Oben waren wir doch. Wir haben ja jetzt nichts, was wir da machen können. Ach so, okay. Wir haben ja kein Altarium, nichts dabei. Gut. Wo sind die Kristalle? Das war ja das eigentliche Ziel da. Die sind tatsächlich an der anderen kaputten Hütte, waren relativ viele. Ja, die lagen da alle auf dem Boden rum. Du musst allerdings einzeln aufsammeln. Bist du da jetzt so schnell runtergekommen? Oh, hier. Da, wo meine Leiche liegt. Da geht's auch weiter zu dieser Festung, die ich vorhin gesehen hatte. Das ist so ein Durchgang zu dieser Festung. Ach so, hinten zu der, wo wir eben waren. Ja. Wir von oben gesehen. Wer kommt da angaloppiert? Ich, aber da, wenn wir da jetzt hin? Ja. Ach so. Also wenn du mir jetzt folgst, würden wir da hinkommen. Wollen wir zu der Festung? Weiß ich nicht. Da was zu holen gibt. So riesig sah sie nicht aus. Also ein Oberboss wird da nicht rumeiern, denke ich. Naja, was sehen wir dann? Los, lass mal gucken, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ich muss vorher sowieso noch da. Also hier, gerade in diesem Ding sind eine Menge Wölfe. Oh, da muss ich natürlich reinpusten. Da haben wir, hast du schon zwei in der Hand. Sozusagen. Wartet auch nicht auf mich, ne? Danke. So, wir warten hier. Und wenn du auf dem Pferd drückt und Sonja sagen, wen sie angreifen soll. Alter! Alter! Nein! Macht er dein Pferd tot? Oh nein, der macht mich, der killt mich. Steig ab mit dem Schild, Jan. Ich bin schon tot, es ging nicht mehr. Aber der hat ja nur mich angegriffen, der Sack. Alter, wie ich keine Bettrolle gesetzt. Müssen wir jetzt nochmal so lange warten? Ah, das ist. So, Pferd da drüber steht. Schön erstmal bei Jorgans Hain vorbeigerannt. Irgend so ein Riesen-Endboss, der mich gerade anbrüllt. Oh, kannst du alles sagen? Nee, ich kann deine Leiche tatsächlich nicht.
Das ist ja bescheuert. Das ist echt bescheuert. Na, ich bin am Tor, ich komme gleich. Kommen die auch gerade entgegen? Ja, ich würde dein Pferd und deine Leiche hier umgehen allein lassen bei diesen ganzen Wölfen. Ich bin gleich da. Können wir weitermachen. Hoffe ich zumindest, dass ich hier an den scheiß Skeletten auch vorbeikomme. Ja, so weit ist es ja auch nicht. Also einen Großteil des Weges hast du ja schon. Das hast du locker schon. Aua! Schießt auf mich. Ja, musst aufpassen, wenn die Pfeile dich treffen, die verkrüppeln dich und machen dich langsam. Ich lauf zickzack. Das ist doch ja schon ein Pferd. Ja. Das ist der Q-So. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt hier eine Bettrolle hinlege. Ich sollte meine wahrscheinlich auch mal lieber platzieren. Ah, oh, ah. Versuch 3. Aber geht ja wirklich eigentlich dann von der Strecke, ne? Von der Strecke her geht. Es geht, es ist machbar, ne? Und wenn du einfach nur wirklich nicht stehen bleibst oder kämpfst oder so, so einfach nur Beine in die Hand und Attacke. 4 Minuten ungefähr oder 5? Was? So, ich werde jetzt hier eine Bettrolle hinhauen. Ja, ich auch. Ich nicht. Naja, jetzt haben wir auf mich gewartet, jetzt haben wir auf Floki gewartet, dann können wir auch auf dich nochmal eine Runde fahren. Ja, kommst nicht drauf an. So. Das Pferd ausgeräumt? Ja, ist jetzt in Sonja drin. Ach so. Ich überlege, ob ich es einfach hier stehen lasse und zu Fuß gehe. Wollen wir hier mal. Bin ich kein Pferdefreund, wie ich gerade feststelle. Ja. Zu Fuß auch ein bisschen sicherer. Beim kleinen Geschwindigkeitsvorteil, aber. Auch nicht jetzt nicht so gravierend, wie ich es mir vorgestellt hätte, muss ich mal sagen. Oh, das ist ein Boss. Was ist das, ein Boss? Warum habt ihr mich auch Boss für heute? Ich wundere mich, ich schieße ja gar nicht mehr. Was schimpft sie? Schimpft. Sonja hat irgendwas geschimpft eben. Steigst du denn jedes Mal ab zum Kämpfen? Ich steig auch ab. Oh, schütze mich. Kommst du aber. So vom Pferd schießen. Geht nicht gut. Zähne werden deinen Hals spüren. Ja. Oh Gott. Wo schießt du denn hin? Hat bewegt. So, stillstehende Ziele? Mein Getreue ist aufgestiegen. Ich weiß immer noch nicht welcher. So. Pferd oder Sonja? Jetzt kommen hier ganz schön viele Skelette. Ich glaub, ja, ich würde jetzt mal absteigen auch. Lass das Pferd auch hier stehen. Ja. Ich muss nur entfolgen. Moment. Wer läuft eh als erstes rein? Uah. So ein Erkrankes. Die schon. Immer nervig. Oh, Wachturm. Wachturm. Oh, ist da vorne wieder ein Boss? Fettes Skelett. Ja. Der in der Tür steht. In der Tür steht? Ja, du guckst in den rein. Ja, da. Oh ja, der kommt auch schon. Nee, ein Boss ist das, glaube ich, nicht. Doch. Nee, ist er nicht. Ganz klein ist er auch nicht, oder? Guck mal, mich angreifen. Aus schwächste Zielzeit, nee, ist kein Boss. Nein. Nehmen die denn so?
Verwitterte Schädel. Brauchen wir die nicht für irgendwas? Oh! Oh, er ist aber ein bisschen knuffiger hier. Die Jungs, oh, die Skelette hat's auch mal dran. Ja, die haben auch was Gutes dabei. Da ist auch noch schon einer. Ist hier noch was? Nein. Doch, hier ist noch ein Säckchen. Ist der noch dabei? Ball hat er dabei gehabt. Glas hatte der hier. Fettiges Glas. Fettiges Glas? Fettig. Muss noch putzen. Ja. Mal gucken, vielleicht looten wir noch gleich einen mit ein bisschen Glasreiniger. ein bisschen haben wir alles. Der klettert hoch. Mal wieder in der Truhe. Der klettert hoch. Ich nehme den kleinen hier. Probier mich mal. Ah, oben? Ah, dann mach mal. Wo soll ich hochgehen? Ist nicht. Sieht eine schöne Stelle aus. Es könnte schon dürftig werden. Du machst das ja in einem Zug. Wie kannst du denn klettern? Ja. Mehr als wir. Oh, Heiland. Denke ich. Ja. Auf die Spitze komme ich nicht. Und du bist hier. Ja, da oben ist diese. Ach, kommst du ja in die Buckel da vorbei. Ja. Ist ja langweilig. Dann sind wir hier durch. Oh, Krokos hinter uns. Oh. Alter, Fille. Krokos, Krokos, hier mit drei Wölfern an. Sonja ist gleich da, bleib ich mal mit. Ja. Wie weit bist du denn? Ganz oben oder was? Ja, ich bin jetzt ganz oben. Ich bin den Weg hoch, wie wir es geplant hatten. Einer. Schon stressig hier mit euch. Ich wollte nur ein bisschen was erkunden und nicht jedes Tier wegmetzeln, was es hier gibt. Sonja hat auch ein bisschen wenig Leben, 1849. Ja. Das ist Stufe 10, sehe ich gerade. Den finde. Es ist wirklich nur ein anderer Weg hoch. Weite Palette von Fähigkeiten, alles plus 2. Aber hier geht es tatsächlich jetzt auch wieder ins Landesinnere irgendwie ein bisschen runter. Ne? Hier da hinten ist wieder so eine Butze da, lass mal da hin. Ja genau, da wo ihr gerade unterwegs schon seid. Moment, ich bin noch hier. Achso. Hä? Muss noch mal ein bisschen. Hier sind so andere Viecher, die kenne ich nicht. Sonja mal füttern. Andere Viecher? Ja, Vögel. Oh. Nester. Ging weg. Ah ja. Dann gibt's da was. Ja, Federn kann man da sammeln. Siehst du, der Burner ist. Oh, ich dachte jetzt irgendwas cooles. Oh, Big Nash, ein bisschen. Irgendwas. Bist du denn rechts von mir? Bist du da runter, oder? Ja. Ah, was ist denn hier jetzt? Warte, ich guck mal. Sind die Vögel? Nester. Alter Eier. Federn. Federn haben wir ja nur noch. Ein bisschen kämpfen. Verdorbenes Fleisch. Da geradeaus die. Seid ihr jetzt immer hier? Nee. Das ist ja ein Drama mit euch. Bis da hin. Alles da. Geradeaus die viereckige Kiste da. Lass uns da mal hin jetzt. Okay.
absteigen. Alter, das ist hoch. Halt dich fest. Oh. Alter, eigentlich hat er sich nicht festgehalten, aber hat nichts verloren. Oh. Eine Tatze. Mhm. Was ist das da unten? Das ist ein Luchs, glaube ich. Nee. Oder ist das ein Panther? Das ist ein Panther oder so. Das wäre cool, hätte ich auch gerne. Oh, hier vorne, Vorsicht. Glaub dir mal an. Da kommt schon. Jo. Tiger halt. Tiger. Und? Vor mir müsst ihr sein. Tiger, Baby. Baby? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Da oben. Oh, ist noch einer. Och, Pferd, ist ein Null im Weg. Was sah ein Tiger? Sieht aus wie ein Löwe. Katzenfell. Oh, hier. Was Katzen war's? Katze, Klo. So. Komm mal rein hier in den Ring des Todes. Ist ja schon, komm, gleich liege ich hier wieder. Ich habe meine Bettrolle oben liegen lassen. Meine auch. läuft. Was, wir sind nicht allzu weit weg. Ja, das stimmt. Ist nicht ganz so weit weg. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Was? Da oben. Oh, sie kommen runter. Direkt auf Nash. Ja. Da oben ist ein Mammut. Nee. Doch. Oh. Da. Richtig. Ach da, ja. Ein Elefant. Weil Elefantenbabys. Das ist kein Baby, Mann. Doch, klar. Meinst du, wie groß die Großen sind? Auch schon wieder so ein Tiger. Hey. Baby. Aua. Ja, Tiger. Monster. Oh. Ihre Babys versteckt. Sogar ein Toter schon. Nee. Warum? Ist er tot? Doch, klar. Der Tiger wohl gefressen. Da hätten sie noch welche. Wir haben ja 4 Stoßzähne. Oh ja. Mensch, die sind dann auf den Kohle wert. Ist das ein Elfenbeinhandel einsteigen? Ja. Was läuft da rum? Das sind nur Rehe, ne? Oder sowas. Scheiße, wie schön wieder Durst. Hab ich hier irgendwo Wasser? Kein Schlauch dabei? Oh, das ist leer. Oh, dieses. Was soll ich hier was geben? Sind nicht eben nachgefüllt? Nee. Auch kein Wasser gesehen. Außer ja. Vorhin, als wir mehr waren. Ja. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Alter, hier ist voll der Elefantenfriedhof. Ja. Was? Ja, da kommt schon ein starker hier, ich geb dir was zu trinken. Da ist auch ein super Elefant. Was? Da ist ein großer Elefant. Alter, ist tatsächlich ein Elefantenfriedhof. Was? Da sind 2 große Elefanten, da links ist noch einer. Oh Gott, ich will sie eigentlich angreifen. Ich will ein Baby. Lass mal Floki was zu trinken geben. Heute nicht, jetzt klemme ich wieder in. Ja, ich habe sie hingeschmissen. Klemme in Big Nishi. Musst du zweimal trinken. Ist noch was drin? Ja, ja. Ehrlich? Wie gut seid ihr denn vorbereitet? Ist ja der Teufel. Ich reite mal durch hier. Wir greifen ihn an. Oh, das machen wir. Guck mal, ob die Agro. Sind die Agro überhaupt? Es ging diese ganze Zeit diese Löwen rum. Hey, Bro. Alles klar. Bin nicht aggro. Verlieb. Ja, ne, die machen nichts. Kann man die Knochen hier abbauen? Nee, nicht. Nee. Jetzt hätte ich mir mal so einen Elfenbaum nach Hause genommen. Elefantenfriedhof, du hast etwas entdeckt. Ah ja. Ah, ja. Das hätte ich euch auch so sagen. Und ganz viele Kisten. Kisten? Kisten! Loot! Alles weg, Loot! Wie Kisten? Wo denn Kisten? Keine Kisten gesehen. Doch nicht. Geh doch drauf. Was? Kommt doch schon da, hier ist Kohle.
Sonja. Oh, scheiße jetzt. Oh. Sonja. Ey, was willst du denn von mir? Oh, Waffe ziehen wir auch noch. Wenn ihr eure Pferde nicht reitet, sind ihr eher ein Hindernis hier. Ich reite kein Pferd mehr, ja. Außer auf langen, geraden Strecken. War in der Kiste denn drin? Im Friedhof? Goldmünzen, 9 Stück. Ach so. Stehen die einfach rum und warten, zu sterben, oder was? Was? Die Elefanten? Elefanten. Ja, ja. Wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber cool. Nee. Was sind jetzt die Butze? Hab ich jetzt aus den Augen verloren. Ja, wahrscheinlich weiter Richtung Süden, wieder Richtung Norden. Ja, wir sind jetzt zurück. Wollt ihr ein Elefantenbaby? Ja, ich auch, aber es ist gerade kein Star. Nicht. Weil hier der Ort für die älteren Elefanten ist wahrscheinlich. Der Elefant hier, der ein bisschen ab gerade. Steckt hier halb im Fels drin. Antilopen sind hier auch. Egenlopen. Stimmt. Die hat Korkenzieher da auf dem Kopf. Haben wir eine Flasche Wein mit? So gut sind wir da doch nicht vorbereitet. Okay, oh, hier sind Steinnasen. Da hinten sind Spinnen. Beim Stonehenge-Stein die Richtung. Achso, wo seid denn ihr schon wieder? Ach, keine Ahnung. Ich bin schon wieder. Ein einziges Gesuche ist das mit den Jungs. Stonehenge gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für die Folge machen wir erstmal Schluss. Sonja ist auch froh, wenn sie mal eine Pause kriegt. Die ist ganz schön gebeutelt worden. Und ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal bei Conan Exiles. Isle of Zipta. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe wie immer, dass ihr Spaß an der Folge hattet. Wenn das so war, dann denkt an den Daumen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Ciao.